Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, es hat eine Weile gedauert, weil ich halt den Speicher verloren hatte, musste zu der Stelle wieder spielen, wo ich gespielt habe. Ich hoffe, dass das jetzt soweit ist. Ich kann mich aber noch entsinnen, was wir noch machen wollten. Wir wollten uns noch ein bisschen umsehen, da wir nämlich einige Instrumente und sowas gefunden haben und etwas zu spät, aber trotzdem haben wir sie gefunden. Und deswegen wollte ich mit euch jeden Winkel hier abgucken. Das letzte Mal waren wir auf den Bergen bei dem Bauernhof und jetzt habe ich ja versprochen, wir werden uns noch im Dorf umsehen. Da das heute so ein bisschen knapp mit der Zeit wird, auch mit der Renderzeit und das alles und das andere nicht so schnell geht und ich halt viele Termine vor mir noch habe, habe ich mich entschlossen, heute mal wieder erstmal Harvest Moon weiterzusetzen. Das wird aber jetzt nicht der regelmäßige Ablauf, da ich mit Sonic Advance und den anderen Projekten, die ich noch in Planung setze, weitermachen möchte. Oder besser gesagt, fortsetzen möchte. Deswegen werde ich das auch jetzt machen, aber vorerst erstmal nur Harvest Moon. Ja, also wie gesagt, wir werden uns heute mal so ein bisschen drum kümmern, uns mal ein bisschen im Dorf umzusehen. Heute werde ich auch über einige Themen reden, dazu auch ein paar neue Updates. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, bei Sonic Riders habe ich in den letzten Video auf jeden Fall auch ein paar Updates gesagt gehabt, was sich Neues tun wird. Mit natürlich den Sega News, die etwas verspätet gekommen sind. Auch damit eine kleine Entschuldigung, das ging halt nicht anders. Ich musste halt etwas vorziehen, beziehungsweise hat das bei der Aufnahme nicht geklappt, bei dem ich halt gestanden habe und ja. Somit sind ziemlich viele Sachen einfach dem Zufall überlassen worden. Und da ich ja regelmäßig halt für euch was haben möchte, habe ich mich halt manchmal auch entschlossen, andere Projekte erstmal vorzuziehen, die erst in Planung stehen. Sonic Advance war eigentlich für Dezember geplant. Jetzt ist es halt erstmal raus. Aber es gibt ja noch zwei weitere Teile, die wir noch machen werden. So. Soweit, so gut. Wir haben ja auch unsere Fütterung schon gemacht. Wenn der Speicher soweit ausgereift ist, dass es diesmal wieder speichert. Denn ich habe ja manchmal so eine kleine Macken damit und das ist ätzend. Ich werde heute auch nochmal das Thema ansprechen zu Rayman 2. Natürlich werden jetzt einige jetzt sich fragen, was? Jetzt spricht er das wieder an seit, was weiß ich, monatelang her? Und jetzt spricht er es an. Ja, ich werde auch mal gucken, sobald ich die Möglichkeit finde, den Controller wieder in Gang zu kriegen, dass ich das Spiel irgendwie fortsetzen kann. Denn ich würde schon gerne das Ende auch enden lassen. Allerdings möchte ich das Ende nicht so enden lassen, dass ich damit irgendwelche Probleme habe, dass die Steuerung nicht funktioniert. Oder mehr als einmal fehle. Oder besser gesagt, dass ich ja mehr als fünfmal fehle. Das wäre ja Blödsinn. Das Problem ist halt, dass ich halt damit kurze Abbruch setzen musste und eigentlich das nicht fortsetzen wollte. Eventuell. Ich möchte kein Versprechen geben und da könnt ihr mir anschließend in den Kommentaren hinterher sagen, du hast es doch versprochen. Nein, das habe ich nicht. Ich werde auf jeden Fall gucken, wie es in den nächsten Tagen aussieht, denn ich habe noch einiges vor mir, sämtliche Termine und das nimmt einfach viel Zeit, der Let's Play-Zeit weg und diese Zeit nutze ich ja normalerweise dafür, dass ich halt für euch Unterhaltung biete. Das klappt halt nicht immer so, wie ich es am besten will. Manchmal kommen Zufälle, Let's Plays, die ich nicht geplant habe, zumindest nicht so frühzeitig und. Darunter werden auch noch zukünftig einiges verändert werden. Und jetzt komme ich halt zu der Stelle, dass wir den vom Dorf aus noch mehr uns... dass wir uns im Dorf umsehen. Ich glaube, hier waren wir aber schon. Da war ja dieser eine Typ drinne. Da ist der Bürgermeister. Und hier waren wir noch nicht drinne, aber weiß ich nicht. Waren wir hier drinne? Ich weiß es nicht. Ist ja kein Fehler, wenn wir jetzt hier mal reingehen. Leider können wir uns die Kamera nicht drehen, deswegen weiß ich nicht, was die hier heimlich verstecken. Ich will auch gar nicht wissen, was die hier heimlich verstecken wollen. Okay. Das ist, danke sehr, mach doch mal... Oh, ich wusste gar nicht, dass man auf den Kamin klicken kann. Ja, nett. Klasse. Was ist hier, Blume? Kann man da drauf klicken? Nein. Was hast du mir zu sagen? Oh, hello. Will you be staying for a while? Oh, for good on that farm. Very impressive.
und so weiter und so fort. Wir wollen das Ganze jetzt nicht durchstarten. Wir wollen das... Entschuldigung, das sah etwas eigenartig aus. Ich wollte auch gar nicht diese komische Pumpe jetzt nehmen. Das werde ich dahin einfach mal... Ich weiß, ich setze die Glocke hin. Dann kann man wenigstens nicht irgendwie... was umdenken. In der Bibliothek waren wir noch nicht drin, zumindest nicht vor kurzem. Besser gesagt, im letzten Part von dem. Aber hier gibt es, wie ich hier eigentlich weiß, nichts außer Bücher. Hier ist eine Bücherei und die ist sogar kleiner als die von der PlayStation-Version. Das ist ein kleiner Kasten. Hier ist nichts los. Hier ist nichts heimlich versteckt worden und so. Und das Einzige, was wir hier sehen, ist hier die Bibliothekarin. Und wenn man sich das überlegt, man hat es nur an... War das nicht immer sonst nur montags? Es ist doch jetzt Mittwoch. Ja, komm. Das Decken. Wollen wir uns doch jetzt nochmal das Dorf unter der Lupe nehmen. Zunächst würde ich schon gerne hier diese Stelle hier besser absuchen. Es kommt mir vor, als wenn wir alles Mögliche übersehen haben. Und ich glaube, selbst nach diesem Rundgang werde ich immer noch irgendwas Neues finden. Es ist komisch. Man findet immer irgendwelche Dinger plötzlich. Sei es nur in solchen Let's Plays, die dann plötzlicherweise zufällig darauf kommen, was man zur Spielzeit nie erlebt hat. Ja, es ist halt so. Man denkt sich immer, man hat ein Spiel durchgehabt. Ja, es ist tot langweilig. Ich kann es nicht neu spielen. Das ist langweilig. Jetzt müsst ihr euch mal so überlegen. Wenn ihr in einem Let's Play plötzlich drin seid und ihr spielt dieses Spiel plötzlich nochmal, findet aus irgendeinem Grund irgendein Bug oder sonstiges oder irgendwas, was ihr noch gar nicht wusstet, in den nächsten Moment darauf hin, denkt ihr, oh Mist, gut, dass ich es nochmal gespielt habe. So geht's mir ebenfalls. Der verkauft ja immer noch diese komische Ocarina und was soll diese blöde Vase? Wofür soll ich die denn gebrauchen? Ich kann sie ja nicht mal kaufen. Ja, die ist nicht zu verkaufen, Mann, ja. Du, alter Sack. Mhm. Der liegt da ja auch, ne? Oder ist das ein Blatt Papier? Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber das musste jetzt sein. So, und hier hatten wir die anderen Sachen gekauft gehabt. Sag mal, die haben auch komische Uhrzeiten hier, aber ich will auch gar nicht wissen, was los ist. Ist irgendwas hier, was wir nicht... Ellie wohnt hier also. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wer war nochmal Ellie? So. Ach so, die. Gut. Was gibt es denn hier? Ist irgendwas hier? Nein. Hier hätten sie auch mal irgendwas machen können. Ich meine, das ist so komisch. Da, wo man denkt, dass da nichts ist, ist in jedem Moment was. Und da, wo man vermutet, dass da noch genug Platz ist, ist gar nichts mehr. Also, ich weiß es nicht. Guck, hier kann man auch nichts kaufen. Gar nichts. Was ist das? Will ich auch gar nicht wissen. Ja. In den Räumen der kleinen Töchter, da ist es immer unanständig, gleich zu denken, nicht? Hier in diesen Spielchen. Sag mal, du solltest mal dein Zimmer offen machen. Vielleicht kommt die Inspektion. Ja, da drin ist nur die Kirche, da habe ich aber auch schon mal geguckt gehabt. Und hier, was war hier nochmal drin? Weiß ich nicht. Soll ich da nochmal reingehen? Ist ja auch geschlossen. Ja, Fässer. Mir kommt es vor, als wenn noch irgendwas hier fehlt. Es ist eigenartig, dieses Gefühl dabei zu haben... Man denkt, man hat hier alles... Muss ja nicht sein. Ja, wie gesagt, ich habe auch vor, in diesem Video nochmal über meine Channel-Updates zu reden. Wer das natürlich mit Sonic Riders immer verpasst oder sich nicht anschaut, weil es nicht interessant wirkt. Entschuldigung, ich versuche mein Bestes. Für die werde ich natürlich einiges auch in anderen Let's Plays, wo es möglich ist, auch nochmal erwähnen. Zumindestens... das, was mir wichtig erscheint.
So, komme ich zunächst einigen Updates nochmal klar. Zu dem einen werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mit Sega komplett weitermache, so wie bisher. Ich möchte aber auch wirklich versuchen, weiterhin mit Sega-Spielen durchzukommen. Ist zwar immer schwierig, die Zähne damit zusammenzubeißen. Ja, muss man aber auch so sehen. Ich will einen besonderen Kanal und den habe ich halt gemacht. Ich habe eine große Herausforderung wahrscheinlich vor für jemanden, der eigentlich mit Let's Plays früher gar nichts zu tun hatte. Ich kam erst 2014 mal auf den Genuss da reinzukommen und wenn ich mir das überlege, stehe ich staatlich immer noch am Rand. Deswegen ist diese Herausforderung, die ich mir ausgesucht habe, verdammt viel Arbeit. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass die Konsole damals verloren hat und ich versuche tatsächlich noch mit dieser Konsole euch zu unterhalten. Da muss ich mir auch mal wenn ich mir denken, was mache ich eigentlich? Wieso mache ich sowas überhaupt? Ich hätte es doch so einfach machen können. Viele Let's Players fangen ja halt immer damit an, sämtliche Spiele zu spielen. Ich finde das aber nicht schlecht. Aber ich finde es auch mal interessant, einen Kanal zu sehen, bei dem man weiß, was vielleicht zukünftig laufen kann. Ich meine, wer natürlich drauf achtet, beispielsweise jetzt Nintendo, der natürlich viel mit Nintendo-Spielen zu tun hat. Klar, da kommen natürlich die Leute und wissen, es sind Nintendo-Produktionen. Und die gleichen Sachen versuche ich halt mit Sega zu setzen. So, diese ganzen Sachen sind in dem Auge und bleiben weiterhin so in getreu. Ich versuche es natürlich, wie natürlich 2016 wird. Es kann natürlich ein vielleichtiges, verdammt schweres Jahr widerfahren, weil ich schon viele Spiele gespielt habe. Aber ich habe noch einige Projekte vor uns. Also es sind noch ein paar davor. Es werden auch ein paar neuere Spiele dabei kommen. Die älteren werden aber nicht vernachlässigt, weil wir da noch nicht alles durch haben. Und was halt auch oft der Fall gewesen ist, ist, dass wir manchmal sogar Spiele nicht durchgespielt haben. Ja, das ist halt so eine Sache. Boah, die Münze gefällt mir. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Ach, Moment! Eventuell ist das jetzt die Hauserweiterung. Kann ich mir das leisten? Ja, komm. Komm, wir müssen alles Mögliche hier ausprobieren. Guck mal, hier gibt's sogar... Wer die Klingel nicht gehört hat, der soll dann ansetzen. Hier, nochmal ein Teppich. Wahrscheinlich auch für diesen Raum. Den nehme ich auch mal mit. Was ist das? Eine Kiste? Kann ich aber nicht mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich das Update gewesen ist. Also, was sagt man jetzt? Das ist heute die Sprache. Update. Neue Erweiterung, etc. Nein, ich meine, was jetzt neu dazugekommen ist. Ob das wirklich passiert ist oder nicht. Das war schon ziemlich teuer, muss ich zugeben. Okay. Ja, ist ja nice. Schick. Und der Teppich ist auch schon ausgerollt. Guck mir das so... Kann das... Nee, ist nicht größer. Ich dachte, das wäre größer. Ja gut, da müssen wir uns bei dem Typen auf jeden Fall bedanken, dass der uns hier das macht. Wahrscheinlich macht er auch hier die Weiterung. Ich weiß, ich habe hier eine Treppe gesehen. Hier, genau hier, meine Herren. Nirgendwo anders, genau auf dieser Position. Meine Herren. Aber das finde ich jetzt nice. Jetzt haben wir hier, wenn wir hier alles voll haben, und das ist ja eigentlich nicht viel, haben wir noch zusätzlichen Schrank. Ja, was kann man da rein tun? Wir haben ja alle eigentlich was im Rucksack, aber wir können das nicht rausnehmen. Oder braucht man hier irgendwas? Ich will ja nichts sagen. Vielleicht ist das auch für die Kleidung, oder? Also das Spiel wird immer interessanter. Entschuldigung. Selbst wenn es so langweilig wirkt, wenn man was neu rausgefunden hat, wirkt es etwas interessanter. Weil jetzt bin ich irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, wir können uns sogar noch Kleider kaufen. Ja, muss ich schon zugeben. Für diese Firma, die damals dafür gearbeitet hat,
auf dieser Konsole mit verdammt wenig Speicher, die man ja, beziehungsweise Speicherplatte, die man da nutzen kann für ein Spiel. Und für die Spiellänge? Boah, Wahnsinn! Vor allen Dingen für das Jahr! Mal gucken, was auf uns noch so kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen Teppich hier. Also, boah. Finde ich nice. Also, die Erweiterung war es nicht, aber wir haben jetzt einen Schrank, den haben wir gekauft gehabt. Wir haben einen Teppich, der ist ausgelegt geworden. Vielleicht brauchen wir diese zwei Sachen, um die anderen Sachen noch zu bekommen. Der scheint mir wirklich irgendwelche Materialien zu geben. Selbst über 100 Folgen, man lernt immer dazu, muss ich schon sagen. Klasse, 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 klasse. Ja, ein anderes Thema, was ich auch noch ansprechen möchte, was ich vielleicht auch noch machen möchte, haben wir jetzt, ja, wir haben die Tiere ja schon gefüttert gehabt, eigentlich. Ich will trotzdem mal alles nochmal nachprüfen, selbst wenn ich hier ganz durcheinander bin. Ich war jetzt auch ein bisschen durcheinander, weil wir ja auch noch in der Stadt waren und so. Ja, doch, wir haben die Tiere gefüttert. Ja, zu einem weiteren Update, was ich auch noch gesagt hatte, schon auf Twitter werde ich, habe ich das auch schon erwähnt gehabt, steht daran an, dass ich eventuell mal zukünftig damit plane. Das wird noch zukünftig erstmal aufgebaut. Und je nachdem, wie ich das schaffe und sowas, weil das ist halt, man braucht noch ein bisschen länger, weil man noch mehr bearbeiten muss. Also noch mehr als wie das zuvor. Spricht sich mit einer Facecam zu spielen an. Wer alles sowas mal gerne machen, sehen möchte, kann ja gerne mal seinen Kommentar dazu geben. Man kann das auch mit einem Daumen hoch zeigen, aber das zeigt ja mehr schon das Feedback der Folge. Ich würde ja schon sagen, schreibt mal eure Meinung dazu. Dann weiß ich auch Bescheid. Und dann sehen wir mal in den nächsten Tagen, wie es so wird. Und ja, dass wir auch so langsam vom Winter zum Frühling wiederkommen, sollte es natürlich nicht irgendwas dazwischen kommen. Aber ich denke mal, dass das schon passt, klar. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, auch wenn die Folge jetzt etwas kürzer ist als wie geplant, ich muss halt etwas schneller heute machen und Termine, Termine, Termine. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ich zu den Updates gesagt habe und ein, ich finde es super, einen Daumen geben, wenn es euch auch gefallen hat, diese Folge hier. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.